Hallo und willkommen zurück beim schlechtesten Abfuck-DLC aller Zeiten, Nuka World. Wenn das Opfer noch lange braucht, sterben wir vor Langeweile. Das Opfer. Nee, also ich muss euch sagen, ich bin nicht begeistert. Ich bin absolut nicht begeistert. Und wenn mir meine ganzen Haarklammern kaputt gehen und ich dann keine Schlösser mehr knacken kann, dann bin ich noch viel weniger begeistert, denn dann sitzen wir hier fest, ich darf wieder Selbstmord begehen. Und Trip. Aber sind wir mal ehrlich. Geschafft. Wenn man hier durch ist, hat man eh keinen Bock mehr auf das Spiel. Vor allem auf Survival. Weil man ja nicht speichern kann zwischen diesen Scheißdingern. Es muss also in einem Run von Anfang bis Ende durchgehen. Und ich glaube, mein Roboter battelt sich mit den Geschützen. Ich glaube, der Roboter hat sogar gewonnen. Feind ist untergetaucht. Alles piept. Also. Alles hier in einem Run durchmachen. Richtig behindert. Muss man hier schon spielen, als wäre es ein richtiger Shooter. Mit Jump Shots und allem Scheiß. Ja. Mal sehen, ob er überlebt, was an den Dingen kommt. Ah, jetzt kommt wieder der Raum, wo wir letztes Mal verreckt sind. Der voll von scheiß Minen ist. Sehe ich? Ja, ich übersehe irgendwo. Warum? Warum? Jetzt muss ich warten, bis da hinten diese Scheißkarre explodiert ist. Toll. Danke. Wenigstens haben die Explosionen ein paar Minen gekillt. Nein. Nein, 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 nein. Das wiederum finde ich ganz gut. Oh! Neue Waffe. Eine AK. Sehr stylisch. Es gibt Waffen entsichert. Müssen wir gerade mal nachgucken, ob die AK gut ist. 63 Schaden, Feuerrate von 40. Benutzt einen eigenen Munitionstyp, für den wir nicht mal Kugeln haben. Mein Sturmgewehr macht 104 Schaden mit einer 113er Feuerrate. Ich würde behaupten, meine Waffe ist besser. Geht wohl hier rum weiter. Ja, ja. Noch mehr Todesexplosionen. Da ist was. Alles voll mit Fallen. Guckt euch diesen Scheiß hier an. Welcher Scheißentwickler von diesem Scheißspiel dachte, dass es witzig und spaßig wäre, durch einen Gang zu gehen, während man nicht speichern kann, der von vorne bis hinten voll mit Fallen ist? Hm? Wessen Idee war sowas? So viel Spielspaß hier gerade. Das glaubt ihr gar nicht. So geil. Ja, hätte ich fast einen übersehen.
wäre ich fast reingelatscht, dann wäre es vorbei gewesen schon wieder. Das ist doch nicht normal. Ich werde auch die verantwortlichen NPCs für diesen Scheiß alle umbringen. Da glaubst du, jemand schlau zu sein? Sergeant Marks. Für die harte Realität. Gas. Mal sehen, ob unser Opfer das Gas ausschaltet, bevor es ihn ausschaltet. Wir werden vergast. Es muss doch hier irgendwo einen. So ein Ding geben. Da liegt was. Ein Passwort. Wir brauchen, glaube ich, einen Computer. Es ist scheiße. Es ist richtig scheiße. Was will denn jetzt einer machen, der keine Schlösser knacken kann? Der sitzt hier drin und wird vergast. Oder was? Sicherheitstürsteuerung. Ich hoffe, das löst das Problem jetzt. Legendäre Zeitlupe, weil Todesweak. Das ist gut, aber ich kann hier auf dem engen Raum nicht mit Sturmgewehr schießen. Nicht mit dem, was explodiert. Schieß sie doch bitte einfach schneller ab und mach nicht hier irgendwie heroisches Zeitlupen aus. Ausgerumgeschisse. Oh mein Gott, die. Die platzen auf und dann kommen da kleine raus. Das ist nicht fair. Das ist behindert. Ich muss mich heilen. Ich kann nicht meine ganzen Stimpacks und das Wasser verballern. Guckt euch das doch an, das ist doch nicht fair hier. Tod durch Red-Kakerlaken. Das ganze scheiß DLC ist nicht fair. Des Ghoul-Töters Lasermuskete. Es wird hier so hilfreich sein. Safe-Knackers Metallrüstung, genauso hilfreich. Alles Bullshit. Herrgott, wer foltert hier wen? Mach schneller, Opfer! Mach schneller, Opfer! Mach schneller, Opfer! H-Klammern, das ist gut. Mach schneller, Opfer! Mach schneller, Opfer! Opfer, mach schneller. Dieses Spiel ist ein Opfer. Der Entwickler, der sich diesen Scheiß ausgedacht hat, ist ein Opfer. Pissgelbe Nuka-Cola, oder wie? Naja. Bisschen zu gelb. Obwohl, die untere könnte vielleicht hinkommen. Schwer zu sagen. Ich bin nicht begeistert von der langen Wartezeit hier. Ganz genau, Opfer! Atme die frische Luft ein, solange du noch kannst! Ein Ameisenschwarm. Die sind auch neu. Ameisen an sich gab's ja schon in Fallout 3. Oh, es will mich töten. Rip. Ich kann mir vorstellen, dass sie richtig belastend werden, wenn die in großen Anzahlen kommen. Wir haben hier eine Rüstungswerkbank. Leider ist meine Rüstung eh schon top. Wir sind entdeckt. Kommen wir irgendwo da hoch?
wäre noch ganz interessant zu wissen. Ich sehe schon, dass wir hätten die Power-Rüstung mit einem Jetpack auf jeden Fall mitnehmen müssen. Es ist auf jeden Fall so gedacht, dass man da hoch kann, aber dazu braucht man die Power-Rüstung, denke ich. Ist doch scheiße. Da läuft was. Das erinnert mich an meine Arena mit den Gittern, wo die Leute oben drauf rumgelaufen sind. Ah, ich habe ja gesagt, ich mache die kaputt. Scheiß Raider-Buster, da war ich. Du fühlst dich krank, Schwäche. Schön, dass ich jetzt auch noch krank werde. Es reicht ja nicht, dass dieser Ort an sich schon abfuck ist. Jetzt bin ich auch noch krank. Ich frage mich gerade ehrlich, was würde jetzt jemand machen, der einen Nahkampfcharakter spielt? Der ist doch per Definition hier der Gearschte. Der kann die nicht umbringen da oben. Was würden der machen? Wie, der lebt immer noch, wer? Ey, komm. Ja, spreng gleich alles in die Luft. Ja, klar. Da kommt eine ganze Horde. Und all meine Schüsse bleiben im Gitter hängen. Es ist schon klar, es ist... Ich meine, wie sollte es doch sonst sein, ne? Huh? Wir haben noch ein Level-Up, können wir gerade mal nehmen. Leerschütze voll. Wer weiß, wofür es gut ist. Ich meine, die Munition hier fürs... Fürs Charlie Sniper geht eh schon in den Arsch. Wo ist diese? Triff. Yes. Unternehmer-Veteran. Wer ein Unternehmer ist, ey. Sind in Gefahr. Ey, wie soll man... Geh mir aus dem Weg, du scheiß Roboter. Wie soll man denn hier lebendig durchkommen? Jetzt mal ehrlich. Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Mal ohne Scheiß. Das ist doch nicht wahr. Noch. Jetzt bleibe ich da in dieser scheiß Kante hängen, ne? Da geht's rein. Ich gucke mich hier nur um. Nicht, dass es irgendwie eine Möglichkeit hier raus gibt. Oder ein Bett oder irgendwas zum Speichern. Keine Ahnung. Das wäre nämlich dann hilfreich. Dann geht es, glaube ich, hier nächstes Mal weiter. Ich meine, wir sind ja jetzt schon relativ weit gekommen. Ich fände es ärgerlich, wenn wir jetzt noch verkacken würden. Aber es nimmt und nimmt kein Ende, ne? Wie lange sitzen wir jetzt hier schon dran? Ist auf jeden Fall eine gute Weile. Und zurückgehen kann man, glaube ich, auch nicht. Scheiß Nuka-Flaschen-Figur da. Naja, gut. Bis zum nächsten Mal.